Schicht für Schicht arbeiten sich Archäologen vor dem Kulturkaufhaus Tietz in die Chemnitzer Stadtgeschichte vor und holen dabei auch historische Alltagsgegenstände aus der Erde. Auf dem ehemaligen Parkplatzgelände, auf dem in Zukunft moderne Wohnungen, Büros und ein Hotel in die Höhe gebaut werden sollen, geht es in den kommenden Monaten zunächst weiter nach unten, durch historische Gemäuer aus der Gründerzeit. Und bis zum Jahresende hoffen die Archäologen, noch viel weiter in der Zeit zurückreisen zu können. Das Landesamt für Archäologie Sachsen führt pro Jahr im gesamten Freistaat ca. 200 archäologische Ausgrabungen durch, ganz unterschiedlicher Größe. Diese Ausgrabung hier in Chemnitz ist eine der größeren Innenstadtgrabungen der Zeit mit ca. 7000 Quadratmetern. Was man zurzeit sieht, sind mächtige Grundmauern der früheren Bebauung dieses Quartiers. Das war ein sehr dicht bebautes Quartier, bis es im Kriege zerstört worden ist. Die Mauern stammen fast sämtlich noch aus der Gründerzeit. Die werden jetzt von uns dokumentiert. Wir erhoffen uns, dass wir in den weiteren Grabungen dann unterhalb dieser Mauern, wenn die einmal entnommen sind, auf noch ältere Strukturen stoßen, die uns noch Auskunft geben können zur mittelalterlichen Geschichte von Chemnitz. Wir hoffen, dass wir in diesem Bereich auch auf noch erhaltene Holzreste stoßen, älterer Bebauung. Das wird sich im Verlauf der Grabungen zeigen. Wir befinden uns hier in einem der Keller der ehemaligen Randblockbebauung entlang der Moritzstraße, genauer gesagt hier in der Moritzstraße Nummer 6. Wir legen hier im Zuge der archäologischen Untersuchungen die Gebäudereste und andere Reste aus der Vergangenheit frei. Die Keller von diesen Gründerzeithäusern, die also bis nach 1945 hier standen, sind sehr gut erhalten. Wir haben allerdings den Hinweis, dass die Keller durchwegs die Bombenangriffe im Krieg überstanden haben und erst nach dem Krieg verfüllt worden sind mit Bombenschutt, indem man die Decken dementsprechend dann eingedrückt hat. Was hier immer wieder interessant ist, sind trotzdem die Reste, die wir aus Kriegszeiten sehen, wie im Hintergrund einen Fluchttunnel. Es gab in den 40er Jahren, also während des Krieges, einen Erlass, dass benachbarte Gebäude miteinander verbunden werden müssen, im Keller und im Dachgeschoss, um bei Bombentreffern, wenn von oben in den Keller der Zugang verwehrt ist, aus dem Nachbargebäude eventuell eingeschlossene bergen zu können. In dem Fall haben wir einen relativ langen Fluchttunnel oder Bergungstunnel, weil wir hier einen Bereich haben vom Gebäude, der nicht unterkellert war, sprich eine Hofeinfahrt. Die hat man in offener Bauweise geöffnet, hat diesen Tunnel angelegt und dann mit Stahlbetonträgern abgedeckt, um weiterhin die Hofeinfahrt nutzen zu können.